Schlüssel, bitte. Schönen Aufenthalt. Danke sehr. Köpke, guten Abend. Kann ich bitte einen Weckruf haben? Für 8 Uhr früh. Was hört man eigentlich vom Neuen? Du, ich weiß auch nur wenig über ihn. Ich weiß nicht einmal, wie der ausschaut. Ich weiß nur, dass er beim Einsatzkommando war und erst seit kurzem bei der Kriminalpolizei ist. Das heißt, wir müssen ihm alles beibringen. Was meinst du im Speziellen? Naja, die wesentlichen Sachen. Kaffee kochen, Wurstsemmel holen. Das ist schon wichtig. Ja, servus, Rex. Na, wie geht's dir denn, ha? Ach, Rex, wir wissen ja, wie's dir geht, du. Schau, ich hab dir was mitgebracht. Komm, vergiss es. Ich glaub, das mit dem Wurstsemmel, das wird nichts mehr. Ja, man kann's ja mal probieren. Komm, Rex, geh mit in die Küche. Ich geb dir dort was zum Essen. Hm? Dosenfutter, das frisst er immer. Das ist überhaupt keine Kunst. Es geht um die Wurstsemmel, verstehst? Einzig allein um die Wurstsemmel. Ja, ist ja recht, Böck. Nur nicht aufgeben. Und die Wurstsemmel, die wird schon nicht verkommen. Na gut, die geht. Ich bleib morgen bei ihm. Schlaf gut, Rex. Na, hoffentlich. Die letzten Nächte hast du ja kaum ein Auge zugemacht. Hm? Komm. So, was kann Appetit? Wer stört? Du bist Böck.
Was gibt's? Na gut, ja. Ja, ich komme. Na, wie geht's da jetzt? Wie ich gesehen habe, hat der Tote ausgeprägte Kopfverletzungen, möglicherweise zur Unkenntlichmachung des Gesichts. Außerdem hat er keine Fingerkuppen mehr. Ja, damit soll offensichtlich verhindert werden, dass er identifiziert wird. Vielleicht war er vorbestraft. Hoffentlich hat er irgendwelchen besonderen Kennzeichen. Ja, die sind dann sicher auch entfernt worden. Du kannst dann wirklich motivieren, Höllerer. Wirklich. Ist der Sack weg? Was macht denn der da? Das darf doch nicht wahr sein. Komm, geh mal. Hey, sagen Sie, was machen Sie da? Sicherung eines Beweismittels. Aha, wer sind Sie eigentlich? Brandner. Kriminalpolizei, ich bin da neu. Oh. Entschuldigung, ich dachte, Sie kommen ins Büro. Da war niemand. Ein Kollege hat mir gesagt, dass ich Sie hier finde. Ja, hallo. Bin der Höllerer. Das ist der Böck. Ich heiße Alex. Das ist der Peter. Christian. Tag, die Herren. Gib leider wenig Zeit. Servus. Servus. Darf ich vorstellen, das ist unser Dr. Graf, Gerichtsmediziner. Das ist der Brandner, unser neuer Kollege. Aha, freut mich. Sie sollten sich aber trotzdem etwas Trockenes anziehen. Ja. Ich habe nämlich meine Dissertation über Erkältungen mit Todesfolge geschrieben. Ja, danke für den Tipp. Schön, dass Sie sich auch um lebende Menschen kümmern. Naja, das mache ich so oft ich Gelegenheit dazu habe. Leider sehr selten. Also, wo ist die Lech? So, da ist er. Aha. Ach, lang kann der Tote nicht im Wasser gelegen sein. Normale Waschhautbildung an den Händen. Aha, keine Fingerkuppen. Aber nur eine geringe in den Handinnenflächen. Ich würde sagen, maximal 3 Tage, eher weniger. Er war in dem Leinensack eingepackt. Ja. Aber die Gesichtsverletzungen können keine Treibverletzungen sein. Dafür sind sie zu regelmäßig. Wahrscheinlich wollte man sein Gesicht unkenntlich machen. Können Sie schon etwas über die Todesursache sagen? Naja, so wie der Tote aussieht, ist er mit Sicherheit nicht ertrunken. Also liegt Fremdverschulden vor. Da, schauen Sie sich das an. Die Halswirbelsäule ist im Bereich zwischen Dreher und Nicker abnorm beweglich. Das heißt Genickbruch. So ist es. Und über die Todeszeit kann ich erst etwas sagen nach der Obduktion. Also, bis später, meine Herren. Ah. Servus. Servus. Na, fein. Jetzt haben wir einen unbekannten Toten ohne Gesicht und ohne Fingerkuppen. Der einzige Anhaltspunkt ist dieser Leinensack da. Ja. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im Büro. Ziehen wir nur noch schnell was Trockenes an, ja. Der Neue gibt aber ein ganz schönes Tempo vor, hm? Ja, das schaut nach Stress aus. Thank you.
Türe sind im Handschuhfach. Nach der Geschichte gestern Nacht ist es besser, nicht in einem Hotel aufzutauchen. Ich glaube nicht, dass man die Leiche so schnell findet. Und wenn? Man wird sie nicht identifizieren können. Warum muss der Idiot auch die Tür aufmachen? Pech. Scheint eine größere Sache zu sein, die du vorhast. Sure. Ich glaube, es ist besser, du weißt nicht, worum es geht. Also. In Bocca al Lupo. Crepi. In ein paar Tagen bin ich wieder bei dir. Bringst du mir etwas mit, Mama? Ja. Ich werde was besonders Schönes für dich aussuchen. Hast du noch Bauchschmerzen? Immer noch ein bisschen. Wahrscheinlich hast du wieder zu viel genascht. Geben Sie gut Acht auf Anna. Schauen Sie, dass sie nicht so viel Schokolade isst. Selbstverständlich. Fährt dein Sekretär auch mit? Dann kann er ja auf dich aufpassen. Ja, Anna, ich werde auf die Mama aufpassen. Va bene? In Wien will mir schon nichts passieren. Ciao, Bella. Mi raccomando, eh? Fai la brava. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao. Servus. Du, die im Labor haben gesagt, es wird wahrscheinlich länger dauern. Die sind total überlastet. Ja. Bei den Vermisstenanzeigen habe ich auch noch nichts Passendes gefunden. Sag mal, weißt du, wo der Peter ist? Er ist beim Rex. Ja. Ich habe von der Geschichte gehört. Er ist seitdem nicht mehr aus dem Haus gegangen. Der Höllerer und ich, wir kümmern uns abwechselnd um ihn. Er frisst nur, wenn einer von uns beiden dabei ist. Servus, Rex. Schau, der Hunde Kekse mitgebracht. Na, zuerst gehen wir in den Wald spazieren. Na, was ist? Magst du nicht spazieren gehen? So, Rex, jetzt gibt's einmal Hunde Kekse. Ja, und zwar die extra feinen. Richtig spielen was? Der ist ein bisschen jünger. Den kannst du richtig herumschwächen. Was machen wir bloß mit dir? Herr Brandner! Geht's bitte, kommen Sie hierher. Hier gibt's was zu sehen. Haben Sie etwas Neues herausgefunden? Wie man es nimmt, schauen Sie sich das erst einmal an. Was genau soll ich mir ansehen? Ich habe den Toten extra noch nicht zugemacht, weil ich Ihnen etwas Spezielles zeigen möchte. Dass die Lungen nicht überbläht sind, dass er also keinesfalls ertrunken ist? Naja, das stand ja schon vorher fest. Nein, der Mann ist an einem Genickbruch gestorben.
Nein, die Kopfverletzungen mittels eines stumpfen Gegenstandes ausgeführt, die hat man ihm erst nach seinem Tod beigebracht. Der Gesichtsschädel ist zertrümmert, es gibt die typischen Quetschwunden mit zum Teil erhaltenen Gewebsbrücken. Ja, ja, deutlich zu sehen. Ja, aber was Sie nicht sehen, das ist, dass der Mann vor circa 3 Monaten einen Herzinfarkt gehabt hat. Das dürfte uns bei der Identifizierung vielleicht weiterhelfen. Ja, das glaube ich auch. Darüber hinaus, er ist ca. 50 bis 55 Jahre alt und der Tod ist gestern etwa in den Abendstunden eingetreten. Danke. Bitte. Mit so einem Anblick kann man jemanden ganz schön erschrecken. Erschrecken kann man jemanden nur, der sich auch erschrecken lässt. So ist es. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag, Frau Amato. Ich freue mich, dass Sie nach Wien kommen konnten. Das ist Herr Bianchi, mein Sekretär. Erzähle, Bianchi. Ich dachte, Ihr Leibwächter. Sie ist da. Du kannst kommen. Welche Maschine nimmst du? Gut. Ich bin sicher, dass ich Ihnen helfen kann. Ich habe ziemlich viel Material über die Geldwäsche der italienischen Mafia in Österreich. Wenn ich von Ihren Informanten die richtigen Antworten bekomme, dann kann ich Michele Caraldo verhaften lassen. Und Sie haben eine große Story für Ihr Magazin. Das ist mein Büro. Bitte. Caraldo ist auch für den Mord an Oberstaatsanwalt De Paolo verantwortlich. Ich weiß. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben. Wenn ich durch Sie genügend stichhaltige Beweise bekomme, dass Caraldo in Österreich Drogengelder weiß gewaschen hat, dann kann ich ihn wegen Rauschgifthandel anklagen. Steht er erst einmal deswegen unter Anklage? Dann gibt es sicher auch Zeugen, die den Mut haben, über alle seine anderen Verbrechen und den Mord an Oberstaatsanwalt De Paolo zu reden. De Paolo war mein Vorgesetzter. Ich bin es ihm schuldig, seinen Mörder zu finden. Und womit behandeln Sie den Leinensack? Mit Cyanacryldämpfen. Wenn Fingerabdrücke darauf sind, werden diese sichtbar. Auch wenn der Sack schon längere Zeit im Wasser gelegen ist. Aha. Und was ist denn bei der UV-Untersuchung herausgekommen? Eines nach dem anderen. Wir haben momentan wirklich viel zu tun. Danke, sehr freundlich. Mehr können wir im Moment eh nicht tun. Ich fahre zum Rex. Wie geht's Ihnen denn? Nicht so gut. Tut mir leid. Ich hatte selbst mal einen Hund. Wie war der Flug? Du bist ein Idiot. Wie hat das passieren können? Ey, Mimo, er ist plötzlich im Zimmer gestanden. Ich hatte keine andere Wahl. Außerdem haben wir ihn noch in der Nacht aus dem Hotel gebracht und in den Fluss geworfen. In den Fluss geworfen? Und was ist, wenn man die Leiche findet? Ach komm, wir sind ohnehin nur ein paar Tage in Wien. Und bis dahin wird man sie schon nicht finden. Dosenfutter vom Feinsten. Ein Festmahl.
finde, die Küche ist nicht fein genug für so ein Essen. Gehen wir ins Wohnzimmer, ja? Komm, Rex. Ist doch viel gemütlicher bei Kerzenlicht, was? Hat der Höllerer dir ein Wasser gegeben? Wahrscheinlich nicht, wie ich den kenne, gell? Ich hol dir aber es. Was ist denn, Rex? Ich geh, Rex, da ist nix. Gekommen, Rex, das war höchstens ein Marder oder so. Rex, da ist nichts. Ja? Was machst denn du da? Ich wollte ihn mal kennenlernen. Aha. Ja, das ist der Rex. Rex, das ist unser neuer Kollege, der Brandner. Hallo. Also der Höllerer und ich, wir schlafen abwechselnd bei ihm. Aber das ist auf die Dauer keine Lösung. Der Mietvertrag vom Haus läuft auf ab. Keiner weiß, wie es weitergehen soll. Er schläft auch kaum. Er läuft die ganze Nacht unruhig im Haus herum. Manchmal wedelt er wenigstens mit dem Schwanz. Wedeln ist nicht unbedingt ein Ausdruck für Freude. Das kann genauso gut Stress oder Unsicherheit bedeuten. Spazieren gehen will er auch nicht mehr. Höchstens eine kurze Strecke. Er will immer in der Nähe vom Haus bleiben. Das erste Mal seit langer Zeit, dass der Rex wieder spielen will. Rex! Hör auf, Rex, du kannst ihm doch nicht die Schuhe ruinieren. Die waren sicher teuer. Ist schon in Ordnung. Er will mir nur etwas sagen. Und was? Er meint, wenn ich keine Schuhe anhabe, dann kann ich auch nicht weggehen. Du kennst dich ziemlich gut aus bei Hunden, hm? Weißt du, das Wichtigste wäre, wenn der Rex einmal wieder eine Nacht durchschlafen würde. Na komm. Na komm her. Na komm. Heute Nacht bei ihm bleiben? Ja. Für den Fall, dass er wieder aufwacht. Okay. Gute Nacht, ihr zwei.
War ein gutes Gespräch mit Frau Kramer. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir das ganze Material durchgesehen haben. Woher kennen Sie eigentlich Frau Kramer? Vor einem Jahr war sie bei mir in Rom. Sie hat für dieses Nachrichtenmagazin recherchiert. Eine kluge und mutige Frau. Sie weiß am meisten über die Geldgeschäfte der Mafia in Österreich. Es sieht so aus, als ob die Banken Sie bei Ihrer Arbeit behindern würden. Logisch. Keine Bank will zugeben, dass bei ihr Mafiagelder liegen. Aber verdienen wollen alle daran. Mich wundert nur, dass sie die Bankleute zum Reden bringt. Sie weiß eben etwas über sie. Im Sinne der guten Sache ist das schon in Ordnung, was sie macht. Geht es Ihrer Tochter eigentlich schon besser? Ich werde jetzt mit dem Kindermädchen telefonieren. Gute Nacht. Ins Zimmer gekommen. Wie gefällt dir das Foto deiner Frau? Tun Sie bitte nichts. Ich mache sowieso alles, was Sie wollen. Bisher hat ja alles Bestes mit dir geklappt. Wir haben sie nur zu uns geholt, damit es weiterhin so bleibt. Wir wollen genau wissen, was die Staatsanwältin erfährt und vor allem, wen sie trifft. Ja, wir waren heute mit dieser Journalistin essen. Sie will sie in den nächsten Tagen mit ein paar Bankleuten zusammenbringen. Hm. Mehr weiß ich im Moment wirklich nicht. Gut, du rufst uns an, wann immer du was Neues erfährst, okay? Okay, keine Angst. Wenn alles funktioniert und du genau tust, was ich dir sage, wird dir und deiner Frau nichts passieren. Gut. Sie müssen auf jeden Fall morgen früh sofort mit ihr zum Arzt gehen. Ja, wenn sie wach geworden ist, dann geben Sie sie mir. Hallo, mein Kleines. Wie geht es dir? Ich habe schon gehört, dass es schlimmer geworden ist. Wenn du zum Arzt gehst, dann fehlst du eben in der Schule. Es ist wichtig. Also gut. Dann erzähle ich dir noch eine gute Nachtgeschichte. Wo sind wir denn gestern stehen geblieben? Ah ja, bei der Hexe Cruella. Rex, dürft ihr mir vielleicht meine Schuhe von dir ausborgen? Danke, Rex. So. Wir zwei machen jetzt einen schönen Morgenspaziergang.
Das ist aber wirklich sehr interessant. Bleibt natürlich unter uns. Danke, Herr Kollege. Bravo. Sag einmal, was machst du jetzt schon im Büro? Du solltest doch beim Rex bleiben. Der Brandner ist bei ihm. Aha. Der kennt sich ganz gut aus bei Hunden. Ja, ich aber auch, bitte, ja? Ich weiß zum Beispiel, Hunde lieben Wurstsemmel. Was hältst denn du eigentlich vom Brandner? Du, ich find's auf jeden Fall toll, dass er sich jetzt auch um den Rex kümmert. Und sonst, ich kenne ihn ja noch viel zu wenig, um irgendwas sagen zu können. Mhm. Deswegen habe ich auch so nebenbei ein paar Dinge über ihn in Erfahrung gebracht. Was? Du hast hinter seinem Rücken über ihn recherchiert? Mhm. Und? Also, sein Vater ist Anwalt, seine Mutter ist Ärztin. Die Familie wohnt in der Nähe von einem Trainingsplatz der Polizeihundestaffel. Der Brandner ist praktisch bei den Hunden aufgewachsen. Dann ist er gegen den Willen seiner Eltern zur Polizei gegangen und Hundeführer geworden. Er war mit seinem Hund bei einer Sondereinheit. Der Hund ist ihm dann bei einer Explosion umgekommen. Daraufhin hat er sich zu uns versetzen lassen und wollte nie wieder was mit Hunden zu tun haben. Na und, was gibt's über sein Privatleben? Er ist nicht verheiratet. Und die Frauen sollen ganz schön hinter ihm her sein. Na gut, wenn ich so ausschaue wie der, sind die Frauen auch hinter mir her. Na, so gut schaut er auch wieder nicht aus, bitte. Oh, du, ich muss jetzt langsam los. Ja. Also gut. Einmal noch. Okay? Einmal. Also gut. Komm. Einmal noch. Rex? Rex? Du kommst wohl nie genug, was? Also gut, lass ihn fallen. Na komm, lass ihn fallen. Na, was wird er dem Rex schon ins Ohr gesagt haben? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass der gleich eingeschlafen ist. Na ja, eben, dass er einschlafen soll. Mir jedenfalls braucht niemand was ins Ohr sagen. Ich könnte auf der Stelle da im Stehen einschlafen. Ja, weg. Aha. Sehr schön. Wie ist der Name der Firma? Danke. Das war das Labor. Unter dem UV-Licht ist auf dem Leinensack der Name der Erzeugerfirma und die Seriennummer aufgetaucht. Das konnte man vorher nicht sehen, weil die Farben ausgewaschen sind. Sehr gut. Dann können wir bei der Erzeugerfirma jetzt anrufen und fragen, an wen diese Säcke mit dieser Seriennummer ausgeliefert worden sind. Brandner? Sehr gut. Ich komme gleich nach. Ich fahre nur kurz bei mir daheim vorbei. Bis später. Was ist denn, Rex? Ist ja gut, Rex. Na ja, dann komm halt mit. Na komm. Thank you.
Guten Morgen, Frau Staatsanwalt. Guten Morgen, Franco. Die von der Redaktion haben vorhin angerufen. Wir werden den ganzen Tag bei Ihnen sein. Frau Kramer holt uns in ein paar Minuten ab. Ich rufe nur schnell meine Frau an. Aber grüßen Sie sie von mir. Marlene. Ihr seid den ganzen Tag in der Redaktion von dieser Kramer. Und was ist am Abend? Okay, dann melde dich wieder, wenn du es weißt. Und? Was glaubst du? Stimmt das, was er uns sagt? Ich glaube nicht, dass er uns belügt. Dazu hat er viel zu viel Angst um seine Frau. Rex, in dieses Hotel dürfen leider keine Hunde hinein. Weiß auch nicht warum, vielleicht haben sie Angst, dass Hunde Aschenbecher stehlen oder sich mit dem Vorhang die Schuhe putzen. Also, komm mit. Ich verstehe. Ich beeile mich. Hast du schon was herausgefunden? Ja. Entschuldigen Sie bitte, das Bild hat sehr schlecht gehangen. Und sonst? Der Leinensack, in dem der Tote eingewickelt war, stammt aus dem Hotel. Solche Säcke werden von der hausinternen Wäscherei zum Transport verwendet. Und hast du die Angestellten aus der Wäscherei schon einvernommen? Du noch nicht. Ich wollte, dass wir zuerst mit der Direktorin sprechen, weil sie müsste ja am besten Bescheid wissen über ihr Personal. Und, haben wir einen Termin bei ihr? Sie hat keine Zeit, angeblich eine Besprechung. Das stimmt. Ich habe tatsächlich eine Besprechung. Tag, mein Name ist Brandner. Fuchs. Meinen Kollegen Böck haben Sie ja schon kennengelernt. Wir wollen ja auch nur kurz stören. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke. Für manche Dinge muss man sich eben Zeit nehmen. Wir haben eine Leiche aus der Donau gefischt, die in einem Wäschesack Ihres Hotels verpackt war. Wir konnten den Mann leider noch nicht identifizieren. Vermissen Sie vielleicht einen Gast oder Angestellten? Wir haben einen Gast, der vorgestern Abend angekommen ist und seitdem nicht mehr im Hotel gesehen wurde. Seine Sekretärin hat ein paar Mal hier angerufen. Herr Köpke ist immer sehr korrekt. Meistens hinterlässt er eine Nachricht an der Rezeption, wo er zu erreichen ist. Danke. Merkwürdig. Er hat nicht einmal seinen Koffer ausgepackt. Aha. Der Mann ist aus Berlin. Ich habe hier die Telefonnummer seiner Firma. 30. Guten Tag, Brandner hier aus Wien. Ich würde gerne das Sekretariat von Herrn Köpke sprechen. Danke. Brandner, Kripo Wien, Nein, wir wissen noch nichts Genaues. Wir wurden nur verständigt, dass Herr Köpke aus seinem Hotel abgängig ist. Können Sie mir sagen, was Herr Köpke in Wien wollte? Und wer ist dieser Kellerman? Und wann wollte Herr Köpke ihn treffen? Wissen Sie nicht genau. Ja, wir werden versuchen, mit dem Mann zu sprechen. Ja, wir rufen Sie an, sobald wir etwas Neues erfahren. Danke inzwischen. Der Köpke wollte einen Geschäftspartner aus Ungarn hier treffen, mit dem es Ärger gegeben haben soll. Kellerman heißt der Mann. Ja, das ist eine Eintragung für heute. 12 Uhr, Kellerman-Hotel. Das wären 10 Minuten. Ja, hoffentlich ist das dieses Hotel. Immer positiv denken, Christian. Würden Sie uns bitte benachrichtigen, wenn sich ein Herr Kellerman meldet? Wie war der Name? Kellerman. Thank you.
Ja, Rex! Ja, der Rex ist wieder dabei. Schaut so aus. Hallo, Rex. Ja, was machst denn du da? Servus. Rex hat eben diesen Herrn hier gestellt. Das gibt's nicht. Der Rex geht wieder ins Büro. Sie sind also nur vor uns weggelaufen, weil Sie Angst gehabt haben, dass Herr Köpke einen Haftbefehl wegen Betrug gegen Sie erwirkt hat. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir geschäftliche Probleme haben, der Köpke und ich. Ich bin extra nach Wien gekommen, um mit ihm darüber zu reden. Köpke wollte seine Beteiligung an Ihrer Firma in Ungarn zurückhaben. Sie können nicht bezahlen. Wäre doch ein Motiv, Herrn Köpke umzubringen, dann kommen Sie nach Wien zu dem vereinbarten Termin, um sich unverdächtig zu machen. Und laufe weg vor Ihnen. Bitte schön. Wann hätte ich Köpke ermordet? Ich bin seit 2 Stunden in Wien. Man kann auch jemanden beauftragen, einen Mord zu begehen. Der große Boss war vor einiger Zeit in Wien. Dabei haben wir diese Fotos gemacht. Wer sind die beiden Männer, die hier mit ihm ins Auto steigen? Der Ältere ist der Chef einer Privatbank und der Jüngere ein Anwalt dieser Bank. Wenn der Boss persönlich in Wien war und diese Leute getroffen hat, heißt das ganz sicher, dass er auch mit ihnen Geschäfte gemacht hat. Wahrscheinlich sind bei dieser Bank Drogengelder gelandet. Wenn wir dafür Beweise kriegen können, würde uns das einen wesentlichen Schritt weiterbringen. Was glauben Sie, warum er ausgerechnet bei uns in Wien war? Weil bei uns die Banken dafür bekannt sind, sehr diskret zu sein. Ich will unbedingt mit diesem Bankdirektor reden. Der ist vor einem Monat in Pension gegangen und lebt zurückgezogen auf dem Land. An den kommt man nicht heran. Und der Anwalt? Er gilt als nicht sehr seriös und ist misstrauisch. Aber vielleicht trifft er sich ja mit Ihnen, um herauszufinden, was Sie wissen. Wir gehen davon aus, dass die Fingerabdrücke auf den persönlichen Sachen die von Köpke sind. Wir vergleichen jetzt die sichergestellten Abdrücke mit denen, die wir hier im Zimmer gefunden haben. Sonst noch was, das uns weiterhelfen könnte? Möglicherweise. Da an der Verbindungstür gibt es ein paar ganz interessante Abdrücke. Aufgrund der Spuren muss der Köpke so vor der Tür gestanden sein. Wie Spuren? Er muss sich von der Tür weg ins Nebenzimmer bewegt haben. Das sieht ganz so aus. Und, habt ihr schon was gefunden? Ja. Der Köpke war möglicherweise im Nebenzimmer. Die Verbindungstür war offen. Hm. Wie hast du den Rex da reingekriegt? Ich habe mir die Genehmigung von der Direktorin geholt. Außerdem ist er ja jetzt im Dienst. So. Rex, such. Totmannstellung. Der Köpke war mit Sicherheit in diesem Zimmer. Ja. Ich wollte nur vorbeischauen und fragen, ob es schon etwas Neues gibt. Im Moment kann man nichts Genaueres sagen. Ist Ihr Kollege vielleicht auch da? Ja, der ist auch da. Die Verbindungstür war offen. Ja, sie sollte eigentlich abgeschlossen sein. Die beiden Zimmer waren vor kurzem an eine Familie vermietet. Nachdem sie abgereist ist, hat das Zimmermädchen wohl vergessen, die Türen wieder abzuschließen. Wurde das Zimmer wieder vermietet? Ja. An einen Italiener. Wann ist er angekommen? Am selben Tag wie Herr Köpke. Er hatte eigentlich für 3 Tage gebucht, ist aber nach einer Nacht wieder abgereist. Ich muss um einen Gefallen bitten. Ja? Sie können dieses Zimmer vorläufig leider auch nicht vermieten. Wir müssten auch nebenan nach möglichen Spuren und Fingerabdrücken suchen. Christian, lass dir von der Frau Fuchs die Meldebescheinigung und die Telefonliste von dem Italiener geben. Nebenan ist schon aufgeräumt worden. Wahrscheinlich wird es ziemlich schwierig sein, brauchbare Abdrücke zu finden. Wir werden gleich mit der Arbeit beginnen. Danke. Komm, Rex. Ja? Okay. Was gibt's? Sie wird möglicherweise morgen den Anwalt einer Bank treffen. Er heißt Dr. Valentin. Es ist aber nicht sicher. Wo soll das Treffen stattfinden?
Ich weiß es nicht. Das steht noch nicht fest. Wir fahren nach dem Frühstück in die Redaktion und... Dann treffen wir den Anwalt. Ich melde mich sofort. Wenn ich neue Informationen habe. Gut. Wie geht es meiner Frau? Ja, solange du uns genaue Informationen lieferst, sehr gut. Sie will den Anwalt der Bank treffen. Welcher Bank? Der Bank, mit der Boss Geschäfte macht. Das könnte ihm schaden. Ja, ihr auch. Ich habe heute früh den Anwalt dieser Bank erreicht und lang mit ihm geredet. Er wollte sich nicht mit Ihnen treffen. Ich habe ihm gesagt, dass es schlecht für ihn und die Bank sein könnte, wenn er ein solches Gespräch verweigert. Jetzt haben wir den Termin. Gut. Aber er will in der Öffentlichkeit nicht mit Ihnen gesehen werden. Bei uns daheim trifft man sich in solchen Fällen in einem geschlossenen Lokal. Genau das machen wir. Wir treffen uns um 12.30 Uhr im Marek. Das Restaurant gehört einem Freund von mir und hat Urlaubssperre, so sind wir ungestört. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Ich habe vorhin mit Rom telefoniert. Die Sonderkommission ist mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden. Ich bin schon gespannt, was uns der Anwalt erzählt. Das Lokal heißt Marek. Also ich finde, er macht das nicht schlecht, der Brandner. Der Alex? Wieso der Alex? Na, der Brandner. Ich sag ja, der Brandner. Er macht's auf die freundliche Tour. Und der Kellerman hat auch schon einen Betrug zugegeben. Na, keine Kunst. Du hättest sehen sollen, was ich dem für einen scharfen Blick zugeworfen hab bei der Verhaftung. Ach, drum? Ja, ja, er ist immer noch ganz blass. Na, also so wie du ausschaust, da erkläre ich mich freiwillig bereit, 2 Liter Kaffee zu kochen. Na, na, du, ich hab mich die ganze Nacht von Kaffee ernährt. Aber danke dir. Da gibt's jetzt nur mehr ein einziges Mittel. Na du. Hep! Was ist, kriege ich keine? Aber ja, selbstverständlich. Aber du, pass auf, der Rex hat schon wieder ganz interessiert hingeschaut. Okay, der will doch schon lang keine Wurstzimmer mehr. Bitte? Das gibt's ja nicht. Er hat sie geschnappt, also will er sie fressen. Hast du für mich auch noch eine? Also tut mir leid, mit dem Rex habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ja. Keine Semme für Böck. Also der Kellerman hat weiter geleugnet, dass er mit dem Mord an Köpke irgendetwas zu tun hat. Da? Danke. Aber natürlich ist er weiter wegen Flucht und Verabredungsgefahr in Haft. Könnte gut sein, dass der den Italiener beauftragt hat. Alles deutet darauf hin, dass er ein Profiverbrecher ist. Name und Adresse von dem Italiener sind laut der italienischen Behörden gefälscht. Was haben wir? Der Köpke ist weg und der Italiener ist auch verschwunden. Und nach dem Aussehen der Leiche war da ein Profi am Werk. Ah ja, wir wissen auch ziemlich sicher, dass der tote Köpke ist, weil seine Sekretärin hat uns bestätigt, dass er vor ein paar Monaten einen Herzinfarkt gehabt hat und diesen überstanden hat. Und das wiederum steckt sich mit dem, was Dr. Graf herausgefunden hat. Ist Mühlbauer. Ich sollte mich bei Ihnen melden. Ah, Sie arbeiten im Hotel? Ja. Ich war 2 Tage weg und habe jetzt erst erfahren, dass ich herkommen soll. Das ist schon in Ordnung. Tag, Brandner. So, bitte. Also, Sie waren an der Rezeption, als der Italiener, den wir suchen, angekommen ist. Ja, er hat bei mir eingecheckt. Ihre Kollegen haben ihn so beschrieben. Aber Sie haben ja etwas länger mit ihm geredet. Ja. Aber ich kann mich leider nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, die Augen stimmen nicht. Die waren größer. Aha.
eine gute Möglichkeit wäre, auf dem Weg vom Auto ins Lokal. Auf diese Art hätten wir schon früher machen können. Es ist viel zu riskant. Ich bin dazu da, Leute zu töten und nicht erwischt zu werden. Wie sollen wir es machen? Ich möchte es machen, wenn sie im Lokal ist. Ja, aber die Vorhänge sind viel zu hoch. Ich kann nur von da oben schießen. Ungefähr so hat er ausgesehen. Danke Ihnen. Wiedersehen. Der Erkennungsdienst hat ein... Na, was ist mit dem Erkennungsdienst? Hm? Der hat einen der Fingerabdrücke im Hotelzimmer identifiziert. Er gehört einem gewissen Markus Schober, vorbestraft wegen Hehlerei und Waffenschmuggel. Wir haben leider keine aktuelle Adresse, aber ich kenne da jemanden, der ihn ausfindig machen könnte. Als erstes gehen wir mal die Fahndung nach dem Italiener raus und dann holen wir uns den Schober. Sie bitte anhalten? Wir sind aber noch nicht da. Bleiben Sie bitte trotzdem stehen. Meine Tochter ist krank. Was Schlimmes? Man weiß noch nichts Genaues. Ich habe vorhin mit ihr telefoniert. Sie war schon beim Arzt und muss zum Spezialisten. Ich bringe ihr das mit. Zum Glück kann sich ja ihr Mann um sie kümmern. Leider nicht. Wir sind mittlerweile geschieden. Seitdem ich Staatsanwältin bin, hat er einfach mit der Angst um mich nicht mehr leben können. Als Oberstaatsanwalt De Paolo ermordet worden ist, hat er mich angerufen und mir angeboten, zurückzukommen. Aber nur, wenn ich meinen Beruf aufgebe. Questo non va. No. Sie ist jetzt da. Die müssen durch einen Hintereingang reingekommen sein.
hat sich einer vor sie hingesetzt. Es ist wahrscheinlich dieser Anwalt. Erschießt du erst ihn und dann sie? Zu viel Risiko. Nach dem ersten Schuss geht sie vielleicht in Deckung. Wir haben einen toten Anwalt und sie ist weg. Wir müssen warten. Ja, also, ich fürchte, ich kann Ihnen nichts Interessantes erzählen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie erzählen mir etwas oder ich lasse aufgrund des Rechtshilfeabkommens die österreichischen Behörden gegen Ihre Bank ermitteln. Ich bin nur der Anwalt der Bank. Ich habe mit den eigentlichen Geldgeschäften nichts zu tun. Verehrter Herr Doktor, es gibt ein Foto, auf dem Sie und der Direktor Ihrer Bank mit einem der wichtigsten Mafiabosse Italiens abgebildet sind. Und Sie wollen mir erzählen, dass Sie nichts wissen und nichts mit dieser Sache zu tun haben? Sie verlangen von mir vertrauliche Informationen aus der Bank. Ja. Ich helfe Ihnen, ich hole die Rettung. Sie holt eine Ambulanz, wir müssen hier weg. So eine Gelegenheit kommt so bald nicht wieder. Wir warten noch. Komm, lass uns hier abhauen. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Wenn die uns hier erwischen, dann ist sie gewarnt. Dann können Monate vergehen, bis wieder jemand von uns ans Ziel rankommt. Vielleicht beugt sich der Typ noch einmal nach vorne. Bitte, Mimo, lass uns hier abhauen. Bleib ruhig, ruhig, ganz ruhig. Details weiß nur der Direktor der Bank. Soviel ich weiß, ist er bereits in Pension. Es könnte ihm beruflich nicht mehr schaden, wenn er mir Informationen gibt. Man kommt nur sehr schwer an ihn heran. Das werden Sie für mich arrangieren. Wenn es Ihnen gelingt, lasse ich Sie aus der Sache raus. Gianni Fedele. Wir haben ihn aufgrund von Fingerabdrücken in seinem Hotelzimmer über die Interpol identifiziert. Er ist Mitglied der Mafia, außerdem wird er verdächtigt, an mehreren Morden beteiligt gewesen zu sein. Sie haben finanzielle Probleme mit Herrn Köpke, aber unter anderem auch geschäftliche Verbindungen mit Italien. Und Sie haben gewusst, wann und wo der Köpke in Wien anzutreffen ist? Also ist es gut möglich, dass Sie den Italiener beauftragt haben, Herrn Köpke, und somit Ihre Probleme aus der Welt zu schaffen. Ich habe diese Fedele noch nie gesehen. Ich wollte über meine Schwierigkeiten mit Herrn Köpke in aller Ruhe reden. Das hier ist ein Wiener Hehler, der unter anderem auch mit Waffen handelt. Seine Fingerabdrücke waren ebenfalls im Hotelzimmer. Er heißt Markus Schober. Kennen Sie den vielleicht? Ich habe den Mann nie gesehen. Brandner? Mhm. Ja, wir kommen hin. Machst du bitte für uns weiter? Wir müssen weg. Und wohin gehen wir eigentlich? Eine ältere Dame wurde ermordet. Sag mal, weißt du schon etwas über diesen Schober? Nein, mein Informant hat noch nicht angerufen. Und was ist mit dem Kellerman? Ich glaube nicht, dass der den Köpke ermordet hat.
zeige mal den Sprengstoff. Hier, mit der Menge könnte man ein ganzes Wohnhaus in die Luft sprengen. Wir können ihn durch Schuss oder durch eine Fernzündung zur Explosion bringen. Besser und sicherer ist eine Fernzündung. Hm? Die müssten wir vom Schober besorgen. Ja, ruf ihn doch an. Ja, ja. Können Sie mir schon etwas sagen, Herr Doktor? Ach, Sie sind's. Hätte nicht gedacht, dass wir uns so bald wiedersehen. Ja, also die Frau ist seit maximal einer Stunde tot und gestorben ist sie an einem Genickbruch. Genau wie der Mann, den wir aus der Donau gefischt haben. So ist es. Gibt es irgendwelche Anzeichen von Gegenwehr, Abwehrverletzungen? Was ich bis jetzt gesehen habe, nein. Ich sehe mich mal in der Wohnung um. Okay. Ich hab was. Ein junges Mädchen vom Essen auf Rädern hat die Frau entdeckt und die Rettung angerufen. Und jetzt kommt's. Wie sie auf der Straße auf die Rettung wartet, kommen zwei Männer raus. Der Beschreibung nach ist einer davon Fidele. Und was mit dem anderen? Sie sagt, vom Typ her könnte der auch Italiener sein. Das heißt, wir müssen aber jetzt nach zwei Verdächtigen fahnden. Willst du etwas über die Tote in Erfahrung bringen? Mhm. Sie heißt Hilde Baumann, ist 72 Jahre alt, Witwe, war im ganzen Haus beliebt, hat eher in bescheidenen Verhältnissen gelebt. Wieso wird so jemand von einem Mafia-Killer umgebracht? Warum? Beim Köpke gab es wenigstens ein mögliches Motiv. Wahrscheinlich hat er was bemerkt und wurde deswegen beseitigt. Aber hier? Mit einem Wort, wir können den Kellermann als Täter vergessen. Allerdings. Also gut. Was haben diese beiden Morde miteinander zu tun? Wenn die nur gekommen wären, um gezielt diese zwei Personen umzubringen, dann hätten sie es kurz hintereinander gemacht und wären schon längst wieder abgereist. Warum haben die zwei Tage verstreichen lassen? Der Topf ist vor kurzem verschoben worden. Und da sind Kratzspuren. Schau mal darüber. Das Wappen rechts. Ein Einschussloch. Das muss ich die Spurensicherung gleich anschauen. Aber auf was haben die gezielt? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sich um etwas ganz anderes, viel Größeres handelt. Wahrscheinlich waren der Köpke und die Frau den Killern im Weg. Beim Ausführen ihres Vorhabens. Weg. Danke, du hast uns sehr geholfen. Ja, ich weiß, ich schulde dir was. Servus. Wir haben die Adresse vom Schober. Na dann los. Wie kann eine nette alte Dame einen Killer behindern? Wahrscheinlich hat sie gar nicht gewusst, dass sie denen im Weg ist. Der Einzige, der uns jetzt weiterhelfen kann, ist dieser Schober. Unterwegs sein. Hallo? Ja. Ja, ihr könnt kommen, ich hab die Sachen. Okay. Er wartet auf uns. Ah, der Hausnummer nach müsste da das Büro sein. Was wollen Sie von mir? Einiges. Ihre Fingerabdrücke sind in einem Hotelzimmer gefunden worden, in dem ein Mord verübt worden ist. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ja, ja. Aber wir können Ihnen weiterhelfen. In dem Zimmer hat ein Italiener gewohnt, ein Berufsverbrecher, Angehöriger der Mafia. Ich kenne überhaupt keine Italiener. Passen Sie auf. Ich habe einen Haftbefehl, in dem Ihr Name steht. Beihilfe zum Mord möglicherweise noch mehr. Moment, Sie können mir keinen Mord anhängen. Dann sollten Sie uns erklären, wie Ihre Fingerabdrücke in das Hotelzimmer gekommen sind. Vorher möchten wir wissen, wer den Köpke umgebracht hat. Weg hier! Polizei! Pass auf ihn auf! Aber gerne. Hände nach oben.
Hände nach hinten. Stehen bleiben oder ich schieße! Weg. Du sollst die Waffe wegwerfen. Jetzt wirf die Waffe weg oder du bist tot. Haut ab jetzt, verschwindet. Jetzt haut doch endlich ab. Lass jetzt die Pistole fallen. Ich bin doch nicht blöd. Du bleibst da stehen. Lass ihn jetzt fallen. Überrascht. Macht doch nichts. Mich hätte auch fast erwischt. Blut. Ja? Christian. Aha. Christian. Ja. Geht schon wieder. Ja? Sie kommen mit mir. Es gab eine Explosion. Aber warum ich dir das alles erzähle, ist, weil seit dieser Explosion höre ich auf dem rechten Ohr nicht mehr so gut. Verstehst du? Ich höre hier nichts. Aber du kannst mir helfen. Du kannst meine rechte Seite für mich decken. Verstehst du mich? Fahndung? Naja, kann man nichts machen. Herr Böck? Ja? Sie haben Glück gehabt, Herr Böck. Es ist nichts gebrochen. Machen Sie kalte Umschläge und schonen Sie sich. Ich gebe Ihnen hier etwas. Zum Auflegen. Und wo tue ich denn drauf? Das ist Eis fürs Genick. Ah, danke. Wiederschauen.
Du, die Ringfahndung nach den beiden Italienern ist leider ergebnislos geblieben. Ja, das habe ich mir gedacht. Die zwei machen nicht den Eindruck, als würden sie sich so einfach erwischen lassen. Na, wenigstens habe ich den anderen auch gesehen und kann ihn identifizieren. Tut mir leid, dass sich der Schober erwischt hat. Ich hätte dir so gern geholfen. Ja. War ganz schön knapp heute. Toll, dass der Rex wieder auf den Beinen ist, hä? Weißt du, irgendwie finde ich es gut, dass du jetzt bei uns bist. Ich auch. Sie können jetzt mit ihm sprechen. Danke. Allzu viel ist denn ja nicht passiert. Mir genügt es, ja? Es ist mir nur darum gegangen, sie zu entwaffnen. Können wir ja unsere Gespräche von vorhin fortsetzen? Wir können ja nicht mehr leugnen, mit den beiden Italienern und dem Mord an Köpke etwas zu tun zu haben. Außerdem haben sie uns angegriffen und den beiden zur Flucht verholfen. Ich habe diesen Köpke nicht umgebracht. Dann erzählen Sie uns, was Sie mit den Italienern zu tun haben. Ich habe ihnen Waffen besorgt und Sprengstoff, das ist alles. Das genügt ja. Und was war mit diesem Köpke? Er ist plötzlich durch die Verbindungstür gekommen und hat die Waffen gesehen. Der hat ihn umgebracht, bevor ich noch irgendwie reagieren konnte. Welcher von beiden? Fedele heißt er. Den anderen kenne ich nicht. Und, haben Sie ihm geholfen, die Leiche aus dem Hotel wegzuschaffen? Ich muss mich nicht selbst belasten. Hm? Was haben diese beiden Italiener vor? Ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen. Wir wissen, dass zumindest einer der beiden von der Mafia ist. Haben Sie Angst? Nein, aber ich bin auch kein Selbstmörder. Wir müssen nicht alle Informationen, die Sie uns geben, in den Akt aufnehmen. Wenn Sie uns allerdings nichts erzählen, dann stelle ich Sie für alles, was passiert ist und vielleicht noch passiert, als Mitwisser vor Gericht. Die haben mir nicht gesagt, was sie vorhaben und ich habe sie auch nicht gefragt. Ihnen sollte dringend etwas einfallen, was uns weiterhilft. Das Handy. Ja, ich habe Ihnen ein Handy besorgt. Ich habe die Nummer, weil ich es auf meinen Namen angemeldet habe. Alles in Ordnung. Der Kellermann wird nach Ungarn überstellt. Was? Jetzt, wo du ihm sicher nur ein paar Geständnisse herausgerissen hättest, lasst mal ihn laufen? Ja, mit dem Mord an Köpke hat er nichts zu tun. Und um seine Betrügereien sollen sich die Kollegen aus Budapest kümmern. Psst, da kommt jetzt ein Anruf. Hallo? Morgen ist ein Termin außerhalb von Wien vereinbart. Genauere Informationen bekomme ich erst am Vormittag. Dann ruf uns an, sobald du die genaue Zeit weißt und den Treffpunkt. Wenn es außerhalb von Wien ist, müssen wir so früh wie möglich Bescheid wissen. Wie lange seid ihr noch da? Morgen Abend fliegen wir ab. Höllerer? Mhm. Ja. Ja, wir haben mitgehört. Gut, vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Danke. Die Funküberwachung. Das Gespräch war zu kurz, um das Handy anpeilen zu können. Zwei Mafia-Killer. Zwei völlig untypische Opfer. Alles gut. Morgen außerhalb von Wien. Aber wo? Ja. Ich habe vorher schon mit der Staatspolizei geredet. Die haben auch keine Ahnung, worum es gehen könnte. Wir können nur warten, bis die wieder telefonieren. Also, ihr könnt auf jeden Fall nach Hause gehen. Ich bleib da und wenn es was gibt, dann melde ich mich. In Ordnung? Ist schon in Ordnung. Ich bleib ja bei dir. Das kann ich auch morgen holen. So, jetzt gibt's was zu essen. Thank you.
Willst du auch mal probieren? Also gut. So, na komm. Na siehst du, wenn der erste Bissen erst einmal gemacht ist, geht der Rest doch wie von selbst. Morgen. Es hat geklappt. Wir treffen den Mann in der Nähe von Wien in Bad Vöslau beim Beethoven-Turm. Wieso gerade dort? Der Mann wohnt dort in der Nähe und die Gegend ist ziemlich einsam. Er will natürlich auch nicht mit uns gesehen werden. Fahren wir gleich los? Nein, er hat erst in 2 Stunden Zeit. Bis dahin können Sie noch die neuesten Unterlagen durchsehen. Ich lasse Ihnen alles kopieren, was für Sie von Interesse ist. Oh. Sehr ungeschickt von mir. Entschuldigen Sie mich. Himmelflecke auswaschen. Verbindung ist gleich wieder unterbrochen worden. Scheiße! Bleib ruhig. Manchmal muss man eben Geduld haben. Ja, ja, aber schon langsam möchte ich wieder eine positive Nachricht hören. Achtung, es geht los. Hallo? Bad Vöslau beim Beethoven-Turm. 12 Uhr. Bad Vöslau beim Beethoven-Turm, 12 Uhr. Es ist 10.30 Uhr. Mit dem Auto braucht man etwa 45 Minuten. Christian, verständige das Gendarmerie-Einsatzkommando. Du fährst mit denen zum Zielort, die Umgebung verdeckt beobachten und wir halten Kontakt. Ist in Ordnung. Und was machst du? Ich werde versuchen, vor den Italienern dort zu sein. Ich melde mich dann bei dir. Komm, Rex. Ich sitze lieber vorne, auf längeren Strecken wird mir übel, während ich hinten sitze.
machen es auf der Zufahrtsstraße. Gleich nach der Kurve. Sie sind ein paar hundert Meter unterhalb des Beethoven-Turms auf der Zufahrtsstraße. Ich bin in einem Flugzeug. Der Rex ist bei mir. Wo bist du? Am besten ihr nähert euch von der Rückseite des Turms und geht rechts und links durch den Wald vor. Gut, wir halten weiter Kontakt über Funk. Fliegen Sie noch einmal zurück. Vorbereitet. Bleibt in Deckung! Niemand nähert sich der Straße! Was hast du vor? Wir gehen runter! Du tust was? Rex, komm! Nein, wir sind bald da. Amato? Anna, wie geht es dir? Was hat der Arzt gesagt? Wunderbar. Dann bin ich beruhigt. Morgen bin ich wieder bei dir und bringe dir ein Geschenk mit. Ich liebe dich. Ciao. Ciao. Wir sind jetzt in dem Waldstück oberhalb des Beethoven-Turms. Wo seid ihr?
Wir rücken links und rechts der Straße durch den Wald in Richtung Italiener vor. Noch kein Sichtkontakt. Gut. Ab jetzt müssen wir unten bleiben. Christian, Sie bereiten eine Sprengung durch Schuss vor. Habt ihr schon Sichtkontakt? Ja, wir sehen Sie. Sie sind circa 200 Meter vor uns. Gut. Zwei Mann in Richtung Straße. Sie sollen weiter unten absperren, den Rest zu mir. Ich bin etwa 80 Meter hinter Ihnen. Wir greifen Sie von hier aus an. Christian, da kommen Kinder auf eurer Seite den Weg entlang. Sie nähern sich dem Sprengsatz, bringt sie weg. Verstanden. Geh mal. Achtung, Kinder, nicht so schnell. Lauf, Mann! Hallo, halten Sie bitte an! Es ist Ihnen passiert! Was passiert ist? Nichts Besonderes, wir wollen nur ein bisschen Verstecken spielen mit euch, ja? Kinder, beeilt euch schnell. Kommt her. Du auch, komm. Schnell. Sind die Kinder in Sicherheit? Okay, ich gehe jetzt näher ran. Oh!
Gut, Rex, sehr gut. Rex. Oh, danke. Ich habe ihn nicht kommen gehört. Ich habe ihn einfach nicht gehört. Oh. Alles in Ordnung? Ja. Ja? Alles in Ordnung? Ich bin der Einsatzleiter. Brandner ist mein Name. Wir haben zwei Männer verhaftet, die offenbar einen Anschlag auf Sie verüben wollten. Ich heiße Kramer und das ist Staatsanwältin Lucia Amato und ihr Sekretär Herr Bianchi. Frau Amato leitet eine Sonderkommission gegen die Mafia. Wir wollten hier einen Bankexperten treffen. Alex! Ja? Wir haben einen Wagen angehalten. Der Mann sagt, er hat eine Verabredung mit einer Frau Amato. Ja, ja, das ist richtig. Ja, sag dem Mann, dass die Frau Staatsanwältin in ein paar Minuten kommt. In Ordnung. Okay. Wer außer diesen Bankmenschen hat davon gewusst, dass Sie heute hierher kommen? Nur wir drei. Sie waren die ganze Zeit zusammen? Ja. Entschuldigen Sie? Hallo? Haben Sie zufällig ein Handy? Ja. Ja? Kann ich es kurz mal haben? Ja. Danke. Sie haben uns letztens die Nummer der Italiener angerufen. Wir hören seit gestern das Telefon von denen ab. Ja. Ich habe Ihnen vertraut. Lassen Sie ihn wegbringen. Man hat mich erpresst und meine Frau haben Sie... Ich kümmere mich darum. Den italienischen Behörden ist ein Schlag gegen die Mafia gelungen. In Rom wurde heute Michele Caraldo, eines der führenden Mitglieder der Mafia, verhaftet. Er ist wegen Drogenhandels und 20-facher Anstiftung zum Mord angeklagt. Unter anderem soll er für das tödliche Attentat auf Staatsanwalt De Paolo verantwortlich sein. Die Verhaftung wurde aufgrund von Informationen möglich, die italienische Behörden mit Hilfe der österreichischen Polizei erhalten haben. Ich danke Ihnen noch einmal. Ohne Ihre Mithilfe hätten wir Caraldo nicht verhaften können. Übrigens, die Frau von Bianchi konnten wir auch befreien. Ich muss jetzt langsam zum Flugzeug. Passen Sie auf sich auf. Mache ich. Ich wollte Ihnen noch etwas geben. Was denn? Auf Wiedersehen. Vielleicht komme ich noch einmal nach Wien. Wegen der Informationen. Na komm, Rex.